Ja, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Theater im Zimmer. Ja, und warum liege ich hier im Bett? Es liegt daran, dass ich natürlich im Bett mit Kultur bin. Und ich glaube, die meisten von Ihnen ja auch. Denn das ist jetzt unsere Zeit. Wo gucken wir heutzutage Kultur? Vom Sofa oder vom Bett? Aber wir hoffen ja, dass es nicht mehr so lange sein wird. Also, ich habe heute einen ganz besonderen Gast hier bei uns im Klassik Altstadt Hotel und zwar vom Theater Liebreiz. Aber ich werde jetzt nicht mehr so viel verraten, wer das ist, sondern er soll sich auch selbst vorstellen. Also, seien Sie gespannt. In einem vergessenen Land haben wir uns vielleicht schon gekannt. Und in einer einzigen Nacht ein ganzes Leben zusammen verbracht. Es weht uns von früher herüber ein Bild, eine Stimmung, ein Klang. Ich frage und frage mich wieder, wie war das? Wo hab ich's her? Dieses Lied, wie fing's denn an? Padam, padam, padam. Irgendwann, irgendwo, irgendwer. Padam, padam, padam. Auch der Wind kommt von irgendwoher. Padam, padam, padam. Wie ein Echo kommt. Wie das Wasser vom Land in die Meere fließt, werden Stimmen von selbst Melodie. Ein alter Rabbiner erzählt, dass bevor wir gekommen zur Welt, ein Engel geflogen kam und uns den Finger gelegt auf den Mund. Da haben wir alles vergessen, was wir schon gehört und gesehen. Doch mir wäre es immer gewesen, als wäre mir alles schon längst irgendwann einmal geschehen. Padam, 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 eine Reise ins unbekannte Land. Padam, 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 doch die Wegen, die scheinen bekannt. Padam, 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 wo wir ankommen, wissen wir nicht. Doch wie Vögel im Herbst in den Süden fliehen, werden Stimmen von selbst Melodie. Padam, 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 ja, so fing das Lied irgendwann. Padam, 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 in die tiefste Erinnerung an. Padam, 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 la la la, la la la, la la la. Und weil die Lieder nie wieder gestorben sind, immer bleiben sie da. Wie der Wind. Ja, meine Damen und Herren, herzlich willkommen heute hier zum Theater im Zimmer in der wunderbaren Altstadt von Lübeck. Und für alle die, die es während des Online-Wisch- und Weg-Amüsements vielleicht vergessen haben, Sie wissen ja, es heißt, dass der Applaus das Brot sei des Künstlers. Dass dieser Satz so nicht stimmt, das habe ich im vergangenen Jahr gemerkt, denn der Applaus ist das Opium des Künstlers, der immer süchtig nach mehr machenden Stoff. Also meine Damen und Herren, wenn Sie zu Hause auf Ihrem Sofa jetzt das Bedürfnis spüren zu applaudieren, voilà, Sie dürfen. Ja, meine Damen und Herren, mein Name ist Karel de Haan und ich bin Chansonnier. Und der schönste Moment für einen Künstler ist eigentlich der,
wenn man aus der Garderobe durch den dunklen Fluren zur Bühne läuft, sich hinter den Vorhang stellt, dann hört man im Saal das erwartungsvolle Gerede und Gelächter. Und dann geht der Gong, der Vorhang geht auf und dann hat man als Künstler den schönsten Ausblick, den man sich nur so wünschen kann. Sie, meine Damen und Herren. Und in dem Augenblick passiert was ganz Besonderes in mir. Mit den ersten Glockenzeichen, da weiß ich nicht mehr, wer ich bin. Mit dem ersten Glockenzeichen, da verliert mein Name seinen Sinn. Da ist in mir nichts mehr zu halten, jeder Nerv vibriert, alles geht so schnell. In mich drehen sich viele Gestalten und irgendwas spielt mit mir Karussell. Wenn alles sich dreht, ja, wenn sich alles dreht, ja, wenn sich alles dreht, da will die Fantasie, dass dieser Schwindel nie zu Ende geht. Bevor dein Spiel beginnt, bist du wie ein Kind. Bist du wie ein Kind, das sich vor einem Bild, der große Traum erfüllt, das Bild erleben sind. Wenn sich alles dreht, ja, wenn sich alles dreht, ja, wenn sich alles dreht, da will die Fantasie, dass dieser Schwindel nie zu Ende geht. Bevor dein Spiel beginnt, bist du wie ein Kind. Bist du wie ein Kind, das sich vor einem Bild, der große Traum erfüllt, das Bild erleben sind. Wenn sich alles dreht, ja, wenn sich alles dreht, ja, wenn sich alles dreht, da will die Fantasie, dass dieser Schwindel nie zu Ende geht. Bevor dein Spiel beginnt, bist du wie ein Kind. Bist du wie ein Kind, das sich vor einem Bild, der große Traum erfüllt, das Bilder leben sind. In der Mitte meines Auftritts ist mir längst egal, wer mich hasst. In der Mitte meines Auftritts ist mir gleich, wer mein Typen nicht passt. Was es war, wer Gaukler, wer Dichter, was ist Tag und was ist schon hell? Sind dann Sterne nur bunte Lichter? Ist die Welt nicht schon längst Karussell? Wenn alles sich dreht, ja, wenn sich alles dreht, ja, wenn sich alles dreht, da will die Fantasie, dass dieser Schwindel nie zu Ende geht. Bevor dein Spiel beginnt, bist du wie ein Kind. Bist du wie ein Kind, das sich vor einem Bild, der große Traum erfüllt, das Bilderleben sind. Wenn sich alles dreht, ja, wenn sich alles dreht, ja, wenn sich alles dreht, da will die Fantasie, dass dieser Schwindel nie zu Ende geht. Bevor dein Spiel beginnt, bist du wie ein Kind. Bist du wie ein Kind, das sich vor einem Bild, der große Traum erfüllt, das Bilderleben sind. Wenn sich alles dreht, ja, wenn sich alles dreht, ja, wenn sich alles dreht, da will die Fantasie, dass dieser Schwindel nie zu Ende geht. Bevor dein Spiel beginnt, bist du wie ein Kind. Bist du wie ein Kind, das sich vor einem Bild, der große Traum erfüllt, das Bilderleben sind. Und wenn endlich der Applaus kommt, ist schon längst nicht mehr Tag und Nacht. Was ist oben, was ist unten? Wer bin ich, wer hat mich ausgedacht? Und hernacht dann in der Garderobe hab ich längst den sicheren Beweis, dass ich selbst das Karussell bin, weil ich ewig dreh mich im Kreis. Wenn alles sich dreht, ja, wenn sich alles dreht, ja, wenn sich alles dreht, dann will die Fantasie, dass dieser Schwindel nie zu Ende geht. Bevor das Spiel beginnt, bist du wie ein Kind. Bist du wie ein Kind, das sich vor einem Bild, der große Traum erfüllt, das Bilderleben sind. Wenn sich alles dreht, ja, wenn sich alles dreht, ja, wenn sich alles dreht, dann will die Fantasie, dass dieser Schwindel nie zu Ende geht. Bevor das Spiel beginnt, bist du wie ein Kind. Bist du wie ein Kind, das sich vor einem Bild, der große Traum erfüllt, das Bilderleben sind. Wenn sich alles dreht, ja, wenn sich alles dreht, ja, wenn sich alles dreht, dann will die Fantasie, dass dieser Schwindel nie zu Ende geht. Bevor das Spiel beginnt, bist du wie ein Kind, bist du wie ein Kind, das sich vor einem Bild, der große Traum erfüllt, das Bilderleben sind. La 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 la. Ja, Ladies and Gentlemen, ich möchte jetzt gerne für Sie einen Tango singen. Und Sie wissen ja, der Tango ist der leidenschaftlichste unter den Tänzen. Dieser pure Sehnsucht, dieser Hauch von Dramatik. Wenn man es hört,
fühlt man sich sofort in den Gassen von Lissabon, Madrid oder Buenos Aires versetzt. Und dieser Tango, meine Damen und Herren, ist ein besonderer Tango. Denn ich habe so ein kleines morbides Hobby. Ja, ich gehe so wahnsinnig gerne auf Friedhöfe spazieren. Am liebsten die in Süditalien, ja, da stehen ja diese Prachtbauten für die Ewigkeit, ja, das ist ja herrlich. Und bevor ich hier hingekommen bin, war ich auch auf einen Friedhof spazieren und da ist mir was Erstaunliches aufgefallen. Da steht doch glatt ein Schild, da steht drauf, das Betreten des Rasens ist verboten. Das ist komisch. Reinbeißen darf man, drunter liegen auch, aber drauf gehen nicht. Auf jeden Fall, ich ging so durch die Gräber spazieren, ließ meine Gedanken dahin fließen und ach, hören Sie selbst. Und voll von Liebe ist, wenn ich einmal krepier. Ach, ist der Kummer groß, noch schlimmer als vorher. Zu ändern gibt's nicht mehr, nein, leider aus ist los. Dann teilen sie sich auf, was ich am Plunder hab. Mir bleibt nur noch mein Grab, der Rest ging gänzlich drauf. Dein Brief aus Cap Ferra, in dem du plastisch schriebst, wie sehr du mich jetzt liebst, den finden sie, naja. Wie seh ich das von mir, wie finde ich das arg? Ein Trauerzug plus Sarg, das letzte Souvenir. Da kommen in Schwarz und Grau und obendrein mit Nerz die Nase höllenwärts, die Trauermodenschau. Die einen weinen gut, die anderen weinen schlecht, sind manchmal Tränen echt, dann sind's nur die aus Wut. Nur Flieder gibt's nicht viel, die Zeit ist schon vorbei, der Kenner stirbt im Mai, das ist mein schlechter Stil. Wie seh ich das vor mir, wie dich mein Freund beschützt und er die Chance nützt, als wahrer Kavalier. Wie seh ich das so klar, wie gut er's mit dir meint, zur Pfarrerrede weint, ein hübsches neues Paar. Das Trauerfest ist aus, die Einsamkeit tut weh, er hat ein Sportcoupé und bringt dich nun nach Haus. Ihr kommt euch menschlich nah, du sagst und tut wie er, sowas gibt's doch gar nicht mehr, er ringt, ich bin schon da. Wie seh ich das vor mir, wie fad der Himmel ist, wie sehr es mich verdrießt, ich war zu lange hier. Ich fordere Audienz und bitte um Pardon. Gott sagt, mein Sohn, was gibt's? Ich sage, exzellent. Ich habe eine Idee, ich finde sie genial. Ich lebe noch einmal und zwar aus Chansonnier. Und nimm mein Repertoire von hier oben mit und sing das Tango-Lied und ich bin wieder da. Herzlichen Dank. Ich glaube, dass ihr mit mir jetzt wirklich die gleiche Meinung seid. Das war einfach wieder Magie. Es war zauberhaft. Man konnte mal so die Alltagssorgen vergessen. Ich danke dir so sehr. Und das stimmt, also der Applaus ist dir wirklich, also sei es dir gegönnt, du hörst es da hinten, alle applaudieren. Nun habe ich jetzt einen Wunsch. Könntest du vielleicht das Lied singen? Bitte nur aus Liebe jetzt nicht weinen, oder das kann mich nicht mehr genau erinnern, wie es Titel heißt, aber du kennst es bestimmt.
Na klar. Darf ich einmal deinen Spiegel und deinen Lipstift brauchen? Du hast dir schon mich selber angeschaut, hä? Nur nicht aus Liebe weinen. Moment. Und wenn du dich jetzt fragst, warum das so schnell, so gut sitzt, jeder hat seine Vergangenheit. Du darfst einmal die Musik anmachen. Es ist ganz egal, wen wir lieben und wer uns das Herz einmal bricht. Wir werden von Schicksal getrieben und am Ende ist immer Verzicht. Wir glauben und hoffen und denken, dass einmal ein Wunder geschieht. Und wenn wir uns dann verschenken, ist es das uralte Lied. Nur nicht aus Liebe weinen, es gibt auf Erden nicht nur den einen. Es gibt so viele auf dieser Welt. Ich liebe jeden, der mir gefällt. Drum will ich heute nur dir gehören. Du sollst mich Treue und Liebe schwören. Wenn ich auch weiß, es muss ja Lüge sein. Ich lüge auch und bin dein. Wir kamen von Süden und Norden mit Herzen so fremd und so stumm. Da bin ich die Deine geworden. Und ich frage mich, warum? Als ich mich an dich verloren, da hab ich einen anderen gedacht. So ward die Lüge geboren, schon in der ersten Nacht. Nur nicht aus Liebe weinen, es gibt auf Erden nicht nur den einen. Es gibt so viele auf dieser Welt. Ich liebe jeden, der mir gefällt. Drum will ich heute nur dir gehören. Du sollst mich Treue und Liebe schwören. Wenn ich auch weiß, es muss ja Lüge sein. Ich lüge auch und bin dein. Herzlichen Dank, René. Das war eine wahnsinnige Performance. Wir waren einfach für einen Augenblick in eine andere Welt. Und es ist natürlich mal ein bisschen unterschiedlich. Jetzt liegt man hier im Bett und hört sich Kultur an. Was mich jetzt mal interessieren würde, ich habe ja mal gesehen, dass du da so ein entsprechendes Vehicle dir jetzt hast nochmal bauen lassen. Vorher war es, glaube ich, ja so ein Fahrrad mit einer Badewanne. Erzähl doch mal ein bisschen was. Ja, wir sind ein kleines Theaterunternehmen hier aus Lübeck, das Theater Liebreiz. Und wir haben unter anderem für die ganze Straßenshows eine fahrende Badewanne, eine nostalgische Badewanne, in die man sich so herrlich reinlegen kann und wie so eine Diva durch die Veranstaltung fahren lassen kann. Und dieses Fahrrad wird gerade umgebaut für eine neue Show, also mit einem neuen Aufbau, eine kleine nostalgische Bühne. Das macht fast dein Nachbar Tonkunst und soll für diesen Sommer
meiner Wenigkeit eine Bühne zu Hause geben, denn die Bühne, die fehlt mir. Ja, die fehlt natürlich so vielen Künstlern und ich bin ja schon ganz froh, dass du das Bett jetzt nicht mitnimmst hier. Aber wie gesagt, also ich verbringe die meiste Zeit im Bett, so wie alle anderen Künstler auch. Ich glaube, wir auch. Deshalb machen wir ja auch Theater im Zimmer, damit man halt auch zu Hause bequem, ja, unsere wunderbare Lübecker Künstler, Theater Liebreiz, sehen kann. Aber wir freuen uns natürlich alle, wenn wir endlich mal wieder vor Publikum, das hat man ja auch deutlich mitbekommen, eben in deinen Liedern, der Künstler braucht halt die Nähe zu seinem Publikum. Und deshalb, ich freue mich ganz besonders darauf, René, dich wieder hier im Klassik Altstadt Hotel begrüßen zu dürfen, wenn das denn mal endlich losgeht. Und wenn wir jetzt nur den schönen neuen, deine Bühne hier vor unserem Fassade hier aufbauen, in der Fischergrube 52. Also das machen wir. Das machen wir. Alles klar. Adieu. Adieu.